Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Anno 1800. In der heutigen Folge endlich auch hier mit 2K-Auflösung. Das ist zumindest mal so die Hoffnung, dass auch soweit alles klar mit YouTube und so, weil ich hatte ja bei Anno in der Vergangenheit schon ein paar Mal ein bisschen Probleme. Wobei das lag nicht an der Auflösung, generell sind eher an der Bitrate. Das müsste aber jetzt generell auch behoben sein, wenn es mit den anderen Let's Plays soweit auch klappt. Und ja, will mal sagen, machen wir direkt weiter, wo wir stehen geblieben sind. Es ist zwar schon eine Weile her, für mich zumindest, für euch ein paar Tage, höchstens eine Woche. Jetzt ist es so, ich habe mir was notiert mit dieser sogenannten White Lady, die wir mal produziert haben. Wo war es jetzt schon wieder? Ich glaube hier, war mal gemacht, hier. Also Vollkühlschiff heißt sie offiziell. Genau, und ich glaube, die ist noch hier, immer noch, genau. Und ich wollte, glaube ich, mal als Test nutzen, weil es soll ja verdammt schnell sein, sagt man ja. Und vielleicht sogar noch irgendwie, dass es noch ein bisschen schneller sein könnte und so. Auf alle Fälle geht es mir darum, dass man dieses Schiff Kurfürst, oder eben ein Vollkühlschiff, wie es so schön heißt, ob man das einsetzen könnte für, ja, für den Transport über größere Routen. In diesem Sinne halt eben zum Beispiel von der alten Welt zur neuen Welt. Ja, da steht es ja so schön. Das schnellste Schiff, das je internationale Handelsrouten befahren hat. Es legt lange Strecken in Rekordzeit zurück. Also in dem Sinne vielleicht sogar noch besser als ein Zeppelin. Da müssen wir sich halt fragen, wofür wir den Zeppelin noch brauchen. Irgendwie einfach für Inland, für kurze Routen zum Beispiel. Oder wenn es einfach nur darum geht, dass wir halt, kann doch auch längere Routen sein, aber wenn es halt auch ein bisschen um die Anzahl der Materialien geht. Weil eben meine auch hier Frachtplätze, so ein Vollkühlschiff hat irgendwie 6 Plätze, wissen die guten Zeppeliner nur 4. Das kann je nachdem natürlich ein bisschen doof sein. Da vielleicht Inland einfach in die Luftschiffe nutzen und für die internationalen Routen, sag ich jetzt mal, halt so ein Vollkühlschiff. Wieso das überhaupt Vollkühlschiff heißt? Naja. So, jetzt wird die Frage, wenn ich es jetzt in die neue Welt schicke, was wir natürlich auch gleich machen, müssen wir mal noch abklären, was ich noch an Materialien benötige. War nicht irgendwie etwas noch, weswegen ich hier kein Ding bauen konnte? Den hier zum Beispiel. Ah, Beton. Man macht Beton. Also, Ziegelsteine produzieren wir selber, Bretter ebenfalls, Stahlträger logischerweise nicht, Fenster haben wir noch genug. Aber wir können vielleicht noch 50 oder 100 mitnehmen. Das heißt, ich würde trotzdem jetzt mal und... Alter, scheiß Sound. Aber mach's nicht hier, sondern hier oben. Ja, wobei, Beton kann er hier mitnehmen. Wobei, komm. Dann alles hier oben rein. Stahlbeton, obwohl, wird da überhaupt Stahlbeton noch produziert? Glaub nicht mehr, aber mal einfach mal gesagt, nö. Die Luke vom Lager geht nicht. Ich glaube auch aus, wegen dem Test, wegen dem Stahl. Wenn wir noch so viel Stahl benötigen würden. Genau, weil das ist hier generell auch alles bereits abgestellt. Damit ich ja mit dem Eisen auch klarkomme. Wir passen mit der Kohle wieder perfekt. Das heißt, wir können den einfach wieder mal abstellen. Wir haben dafür jetzt überall Holzfällerhütten. Für unsere benötigte Produktion. Aber eben, ne? Der fucking. Tut mir leid für die Kraftausdrücke. Eisen. Ist nach wie vor ein Problem. Vor allem, weil ich brauche halt künftig auch wieder Stahl. Das wird sich nicht ändern lassen. Wir haben halt hier Hochradwerkhalle, hey, die natürlich jetzt auf Hochtouren läuft. Haha, Hochradwerkhalle, alle Hochtouren. Ich glaube, ich habe aus dem Grund alle hier eingeschaltet, um zu testen, ob es überhaupt reichen würde. Aber im Prinzip kann ich mir das Ganze sparen, weil... Wo war es jetzt schon wieder? Bilanz war es, glaube ich, ja. Die Production. Und zwar die Kohle. Also eigentlich Eisen produzieren. Gut, Moment, das ist Ditchwater. Moment. Aha. Was haben wir denn nur in der alten Welt? Eigentlich produzieren wir genug Eisen. Eigentlich. Warum eigentlich? Weil wir halt. Obwohl. Das war gerade falsch interpretiert, war. Moment. Schon eine Weile her. Was ich letztes Mal gesagt habe. Nachfrageversorgung, okay, doch. Wir produzieren eigentlich zu wenig. Genauso wie mit Kohle. Jetzt plötzlich wieder. Jetzt stimmt es wieder.
Okay, aber Eisen müssen wir eigentlich noch ein bisschen mehr machen, damit es ausreicht. Die Frage ist jetzt mit meiner berühmten Eisenroute. Oh Gott, das will nicht. Ich mache gerade eine eigene Eisenroute hier. Ernsthaft. Ja, obwohl. Wir haben hier wirklich verdammt viel. Hier auch, aber es reicht trotzdem nicht, weil ich natürlich noch allen anderen möglichen Scheiß mitnehme. Ich könnte niemals die Sicht der Handwerker verstehen. Kunst ist Wissenschaft. Elegant und schön, aber mit Sinn. Okay. Ja, hier haben wir natürlich eine Zwischenproduktion einmal gemacht. Auf einem gewissen Grund. Aber ich habe momentan halt keinen weiteren Zeppelin hier. Also machen wir es jetzt mal anders. Machen wir hier Gold plus Miss. Ja, geht natürlich auch nicht. Dann machen wir mal Diverses. So, Norton Bay. Bitte nehmt mir hier künftig auch noch Kohle mit. Die Schwarte ist korrekt. Man könnte noch ein Gold mitnehmen. Die Schwarte ablassen. Dankeschön. Genau, Bovis nimmt dann noch ein bisschen Zinn mit. Missing, Entschuldigung. Genau, ja, doch, so einigermaßen jetzt funktionieren. Aktuell noch. Dann haben wir hier Rohmaterialien, schmeißen wir den ganzen Lump hier raus. Ups. Ne, das war jetzt nicht gemeint. Hier nochmal. Genau, hier habe ich auch viel, also viel zu viel ist übertrieben, aber relativ viel. Und dann machen wir hier nicht Rohmaterial, sondern einfach mal Eisen. So, ich muss ganz kurz gucken, wo ist die Aura gerade abgeblieben? Ja, weil er geht natürlich jetzt darüber. Ist jetzt ein bisschen unpraktisch, oder? Weil ich Kohle und Holz dabei, Gold dabei habe. Ein bisschen schneller hier. Dann lade ich hier direkt Kohle und Gold ab. Wir haben momentan genug. Wenn da mal ein bisschen was verhüten geht, shit happens. So. Neue Befehle? Ja, neue Befehle kann man so sagen. Also müsste das Eisenproblem hoffentlich bald einmal gelöst sein. Kupfer ist immer so ein fucking Problem, das ich einfach nicht verstehe. Weil ich ja Kupfer und welche war schon wieder? Verliere langsam den Überblick hier. Kupfer und Zink brauche ich in Kombination für Messing. Warum ich aber immer zu viel Kupfer habe, zu viel Zink haben und zu wenig Kupfer, will mir nicht in den Schädel, obwohl es hier eigentlich da irgendwie gut aussieht oder relativ gut. Ist ja da, dass ich irgendwie zu wenig Ding gemacht habe hier. Ja genau, wir wählen eine zweite Messinghütte deswegen. Warte mal, könnte man nicht irgendwie auch, können wir sogar hier machen. Sagen, hey Kumpel, ich hätte gern Export, Import, ich hätte gern einmal. Ja, wir können natürlich beides machen, wa? Eisen und Kupfer. Was gebe ich ja weg? Hey. Das will ich ja nicht, ich will sie importieren. Geht das überhaupt? Nein, noch nicht, aber noch zu wenig. Eisen würde theoretisch gehen. Ja, toll, was gibt es dafür? Wovon habe ich genug? Oder viel zu viel? Eigentlich können wir mal einen Sekt ein bisschen wegwerfen, wa? Weil man sich da auch fragen könnte, Leute, warum nicht eine Speicherstelle einfach hier oben auch noch errichten? Also wisst ihr, hier oben.
Es kann ja auch nur eine temporäre Speicherstadt sein. Und dass wir die großartig ausbauen. Vielleicht bauen wir sie später doch noch aus, da kann man natürlich alles noch machen. Ah, dann kann man auch mal hier hin. So, komm, etwas importieren kann ich natürlich doch schon. Genau, und hier habe ich logischerweise auch viel zu... Ja gut, viel zu viel ist hier übertrieben, aber ich habe auch ein bisschen Sekt. Das könnte man so ja auch schon mal kredenzen und der Rest kommt halt später. Könnte man versuchen, oder? 904, das ist ein bisschen viel für den Anfang. Was soll in 50 kommen? Wir testen es mal, wa? So, jetzt aber. Baumaterialien. Segel, genau. Also, Stahl, Beton. Nehmen wir direkt mal alles mit, komm. So, Kumpel, jetzt will ich auch mal sehen, wie schnell du wirklich bist. Gehen wir nach La Isla. Oh, warte mal ganz kurz. Habe ich zufälligerweise hier noch irgendwie ein Item, was mir helfen könnte? Ja, Schaden, super. Nee, Schaden einfach sowieso schon. Machen wir den jetzt auch noch. Aha, super. Komplett rausgenommen. So. Petri heil und so. Also dann. Wie sieht's denn ansonsten so aus? Der ist dabei. Da sind wir dabei. Das ist scheiße. Oh, hier haben wir noch einen. Ah, komplett vergessen. Genau, und zwar wegen dem hier. Messinghütte. Perfekto. Mal sagen, bauen wir hier auch mal ein bisschen das Kraftwerk und so weiter alles aus, weil Öl müssen wir jetzt ja genug haben wieder eigentlich. Ja, das könnte zwar besser sein, aber es wird schon klappen. Also. Dann bauen wir doch mal das Kraftwerk hier. Da ist er für den da. Da reicht das von dem hier auch schon für alles. Könnte sein. Das Idee, dass das Kraftwerk eigentlich auch für hier oben so reicht. Ja, mal gucken. Könnte klappen, dann hier bricht er, glaube ich, irgendwo ab, wa? Ne, warte mal, da geht es, glaube ich, bis hier hin. Ah, und hier bricht er ab, ja, super. Die Frage mit dem hier, ist der hier richtig, oder? Will ich den vielleicht hier rüberschieben? Das wäre natürlich auch eine Option. Also hier dazwischen zum Beispiel. Dann könnte ich hier, wenn ich an eine Straße ziehen würde, da auch noch ein bisschen was machen. Für Zukunft und so. Das Ding ist da oben. Da wird man uns loben. Dann baue ich doch den einfach mal direkt. Dampfwagenknappheit. Die waren schon immer knapp. Jetzt kommt er fängst mit der News. Oh, eine wichtige News, Mann. Denke ich mir einfach so, halt doch die Klappe, Mensch. So. Hier noch eine. Naja. Auf einer Eisenbahnschiene. Da komme ich sowas, das ist irgendwie ein bisschen kacke. Das Auge baut mit, Freunde, wissen es alle. Sag mal. Es fehlen die Waren. Wo sind die Waren? Die Waren waren. Haben wir hier überhaupt jetzt einen Durchgang oder nicht? Ah, jetzt.
Wir sind irgendwie. Okay, jetzt klappt's. Ganz, ganz creepy. Jetzt klappt's doch wieder? Davor nicht geklappt. Menno. Das ist aber auch eine Scheiße, hey. So, aber sieht hier eigentlich verbunden aus. Zack, zack, bis dahin. Zack, zack, bis dahin. Zack, zack, bis dahin. Zack, zack, bis dahin. Und bis hierhin. Also eigentlich müsste er jetzt langsam mal abfahren. Klickt nur zum Zug zu springen. Wo ist der Zug? Komm, fahr ab. Hallo Zug, wo bist du? Hast du irgendwie Zug auf der Leitung oder was? Lassen Sie Ihre Kiste bitte nicht unbewacht, Sir. Hä? Die haben angeblich zu viel, dann da zu wenig. Hä? Moment. Was ich da hin machen würde. Wenn hier einen Streckenunterbruch riskieren, ja, da ist man bewusst. So muss es klappen. Und jetzt? Wo ist das Öl? Hä, da haben wir unterwegs? Toll, er ist unsichtbar. Schön. Viele Waren, ja, aber so lange hat er direkt was bekommen. Da sieht man die Züge nicht mehr. Ist sie auch so? Hä, ist ein Bug vom Spiel oder was? Ein neues Feature, man sieht die Züge nicht mehr. Doch. Okay. Vielleicht weil es noch neu ist und ich bin per Wohl gewaschen. Hey, doch, jetzt sind wir ihn wieder. Ui, creepy. Also, wir müssen jetzt alle Strom haben und deswegen noch ein bisschen schneller produzieren. Das gilt für den hier oben. Perfekt. Was ist das für eine jämmerliche Kreatur auf ihrem Wappen? Deine Mutter. Da geht immer wieder. Entschuldigung, aber er will sie so. Keine Ziegel mehr. Das ist doch scheiße. Tja, geh mal wieder was holen. Frachtschiff steht bereit. Und ansonsten. Erwarte neuen Kurs. Nee, Eisen bist du nicht. Zum Henker ist der Eisenfuzzi. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, ja, doch, ich glaube, war ein bisschen schneller. Der war einfach fix. Sagen wir so, wie es ist, der war einfach fix. Sehr gut. Wo sind jetzt hier eigentlich? Also inaktive Schiffe. Kriegdinger, Poseidon, genau, da wollen wir ja noch was machen. Und die Folge war schon da um ist, aber
Mir geht es jetzt eigentlich darum, bevor wir jetzt wirklich da nach unten gehen. Habe ich es nur jetzt für einer? Ah, okay. Bevor wir uns quasi aufmachen, dann nochmal ganz kurz alles checken und kontrollieren und gucken. Stören Sie sich nicht an den Dampf. Ganz schön knifflig im Moment. Mhm. Das glaube ich gern. Also. Ja, und sogar die schnell steigen, andere weniger schnell steigen, das ist mir so halb klar, gar kein Thema. Nähmaschinen halten sich die Waage, das finde ich interessant, obwohl ich jetzt drei in Betrieb habe. Die Melonen gehen runter. Ja gut, das mit Melonenproduktion war glaube ich sowieso nur ein Side-Effekt. Seine Stadt als Touristenziel an, wenn Urlaubern dort nichts geboten wird. Ja, war total scheiße. Ich glaube, die können momentan gar nichts mehr machen, wa? Genau. Ideen liegen heute in der Luft. Warte mal, was? Stand sogar in Englisch noch? Missing Research Points. Ja, yeah, schön übersetzt, Freunde. Schön übersetzt. So, warte mal, ihr wart das, mit den Melonen. Ja. Aber es ist halt grundbedürftig für die Zufriedenheit. Weil ich muss ja eh nach Kuna mit dem Hibiskus-Tee und so. Vielleicht eben da mit dieser neuartigen White Lady. So machen. Und hier haben wir dann mit dem Botanischen Garten, was wir da noch ein bisschen upgraden müssen. Das wird schon alles. Und natürlich auch der Palast. Oh, der ist eben fucking teuer. Lecco mio, ey. Na gut, im Prinzip Palast allein reicht schon, damit die zufrieden oder hier zumindest Teil hier hochgehen würde. Dass zufriedener wären und vermutlich würden auch das hier ein bisschen steigern. Hm. Naja, ansonsten geht es noch einigermaßen. Wir haben auch hier wieder viele neue Schiffe, die man auch irgendwie perfektioniert einsetzen muss, um es mal so zu formulieren. Mach's mal so. Schiff, das handelt. Moment. Aha. Der nimmt nur eine Sau mit. Wir haben hier zu viele Schweine. Liegt wohl, ja, muss so sein. Ein Speiseplan von der einen, genau. Mein Restaurant, ein Restaurant. Aber ja, was soll's. Was stand da gerade? Aha, Bright Sense. Nein, ich bin so attraktiv, scheiße. Naja, shit happens. So, die neue Welt, also. Du hier, mein lieber Kurfürst. Hast keinen schlechten Job gemacht, muss ich zugeben. Du wirklich schneller bist als ein Zeppelin. Ich wage es zu bezweifeln, aber wir brauchen ja was. Wir brauchen jetzt was Neues, um die Perlen zu exportieren. Und natürlich auch für kann ich noch sagen? Machen wir's. Hä? Gar nichts geholt? Sacre bleu. Ja, Gold, nee, Gold nicht. Kokosöl und Zimt. Genau. Darum müssen wir uns jetzt ein bisschen kümmern, Freunde. Und alles andere sieht hier, glaube ich, soweit auch stabil aus. Gut, woher der Sekt kommt, irgendwie Nebenproduktion muss das sein. Er sieht auch hier perfekt, gebackene Bananen. Warum die rum haben, okay. Ponchos, Tortillas, Melonen, alles voll. Melonen brauchen sie gar nicht. Wir könnten zum Vorbild werden. Nö, also ist auch irgendwie ein Side-Effekt. Es geht auch darum, dass ich irgendwie auch wieder genug Schiffe oder Schiffspower habe, sage ich jetzt mal. Natürlich. Um die Dinge auch transportieren zu können.
Hier, Bananen, Ding, Ding, alles perfekt. Also das, was sie eigentlich selber zum Leben brauchen, sag ich jetzt mal. Und hier, genau, das reicht denen ja auch. Melonen habe ich denen ja auch deaktiviert. Könnte man zwar vielleicht auch wieder zuschauen, momentan reicht es ja. Dass ich eigentlich hier genügend und vor allem stabile Arbeiter habe. Hier genauso. Und hier halt noch ein bisschen ausbauen würde. Wir haben ja auch schon ein bisschen vorgesorgt, zum Beispiel hier mit Baumschule für Zimt zum Beispiel. Ist eigentlich Zimt hier? Ah ja, war ja für temporär. Weil es kommt noch was anderes außer Zimt und Kokos und so weiter und so weiter ist. Können wir das auch noch einsetzen? Genau. Ei! 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 So. Was mich jetzt noch interessieren würde. Ich habe jetzt Materialien runtergebracht und Poseidon hatte auch noch Materialien. Habe ich jetzt zu viele hier? Kann das sein? Warum Holz? Warum habe ich Holz mitgebracht? Aber habe ich hier den Holz weggenommen, wollte es irgendwo anders hinbringen? Warum? Also zum Beispiel hier oben würde es irgendwie Sinn machen. Aber ja. Aber wollte ich noch irgendwas ausbauen? Oh, das könnte sein, wa? Ah ja, genau, die einzige Gebäude ausbauen. Das war noch so ein Punkt. So, machen wir es doch mal so. Dann kriegen wir das irgendwie hin. Können wir sogar noch gucken, dass wir noch ein bisschen Öl produzieren können. Jetzt will ich echt mal einen Wettlauf sehen. Naja, so viel schneller ist er jetzt nicht. Er ist ein bisschen schneller, aber er hat natürlich auch keine Waren an Bord, wie gerade das Frachtschiff hier. Den Effekt hat er ja auch drauf. Ja, wir müssen noch ein bisschen beobachten, Freunde. Ein schöner Hafen. Siu. Bei Fix ist eigentlich ihn zu Ende hin, ist er verdammt schnell. Dann ist er auch nicht langsamer so. Ja, müssen wir mal gucken, ob sich das überhaupt lohnen würde, halt eben alle unsere normalen Dampfschiffe durch solche zu ersetzen. Auf längere Zeit natürlich, momentan haben wir andere Sorgen. Dann müssen wir mal noch gucken, wie schnell so ein Typ hier im Vergleich mit dem der Zeppelin wäre. Auf offener Strecke. Das wäre aber auch mal interessant. Denke zumindest mal. Aber egal. Freunde, ich sage an der Stelle wieder mal vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben in der Folge zwar jetzt nicht so viel jetzt gerissen gehabt, aber okay, gut, ich meine, da kann es halt geben. Da haben wir vielleicht das Problem mit dem Eisen gelöst und können jetzt vielleicht ein bisschen mehr Messing produzieren und so. Mal gucken. Und vor allem müssen wir irgendwie eben das Stahl-Eisen-Kohle-Problem ein bisschen lösen. Weil Eisen, Stahlbahn werden wir immer mehr und mehr brauchen. Das ist einfach so, das lässt sich nicht ändern. Sonst haben wir mit künftigen neuen Waren einfach ein großes, großes Problem. Der Frau zur Seite schiebt. Hui, hui. Nennen sich so. Alter, was geht hier ab? Das denke ich mir gerade auch so, Kumpel. Was geht hier ab? Wir fahren die ganze Nacht, die ganze... So, egal. Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Zurück bei Anno 1800. Ciao zusammen.